Shalom. Auf jeden Fall, heute wollte ich eigentlich ein Video drehen über Beersheba. Über, wie wisst ihr, in der Wüstenstadt Beersheba. Ursprünglich sollte dieses Video eigentlich draußen stattfinden, aber der Wind war einfach so stark, dass man mich nicht fast nicht hören konnte. Ja. Dann muss ich jetzt das komplette Video nochmal drehen, nur hier drin. Tut mir leid, Leute. Und das sind so meine Haare wieder so wuschig aus. Ich werde euch trotzdem irgendwie zeigen, wie Beersheba war, aber wegen Corona und wegen Quarantäne und Wind war es schwierig. Also nutze ich einfach dutzendes Material aus irgendwelchen Dokus und so weiter. Warum nicht überhaupt in Beersheba? Also, wie ihr wisst, habe ich früher in Bat Yam gelebt, da wo Sonne und Strand war. Aber es war schwierig, nämlich in Bat Yam ist eine schöne Stadt irgendwie, aber in Wirklichkeit herrscht da Chaos. Also es war dreckig, es war eklig, es war klebrig und da lebten unhöfliche Menschen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe hier eine Wasserflasche, okay? Ich trinke jetzt Wasser. Ihr seht, ist mein Arm hier oben, okay? Nämlich mein Ellbogen hat nämlich die Schulter berührt einer alten Dame. Ich habe gesagt, oh, Sliha, also auf Deutsch, oh, entschuldige. Ich habe das Wort noch nicht richtig ausgesprochen und dann rastet sie mal komplett aus und beschimpft mich und sagt zu mir unhöfliche Wörter. Was ist falsch mit manchen Menschen? Vor ein halbes Jahr habe ich nämlich den Müll rausgebracht und da kam so eine Frau zu mir, sie hat auf mich geschrien, sie hat irgendwas gesagt, was weiß ich noch nicht so wirklich, aber ich habe gesagt, can you speak English? Sie hat nichts gesagt und sie ist einfach weggegangen. Ich habe gewartet, vielleicht holt sie irgendeinen Typ, der Englisch sprechen kann. Ich habe gewartet, sie kam nicht mehr zurück. Darum sind wir umgezogen nach Beersheba, weil Männer, wir sagen hier, Beersheba ist ein guter Ort. Das sind bestimmt vernünftige Menschen und gute Arbeit. Das haben meine Eltern gesagt zu Bat Yam. Typisch Eltern halt. Nein, Beersheba leben auch solche unhöfliche Leute, aber deutlich weniger. Beersheba ist eine sehr saubere Stadt, muss ich sagen. Sie ist nicht perfekt, also, aber diese Stadt hat auf jeden Fall Essen, Wasser, Nahrung, Internet, Strom, dies und das, Arbeit, ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Auf jeden Fall, Beersheba ist eine Wüstenstadt. Also es ist keine... Also ich wohne nicht in einem Zelt mit Beduinen und so weiter. Nein, Leute, das ist eine Lüge irgendwie. Obwohl, vor 30 Jahren sah Beersheba so aus. Das, was ihr seht, so sah Beersheba damals aus. Und heute sieht sie halt so aus. Große Veränderung, muss ich sagen. Beersheba ist eine zivilisierte Stadt in der Wüste. Nur der Unterschied, Beersheba wurde in zwei Hälften geteilt, nämlich das Alt-Beersheba und das Neu-Beersheba. Ich lebe in Neu-Beersheba. Also da ist die Stadt sehr zivilisiert, hat sich weiterentwickelt. Das Alt-Beersheba, das ist die Stadt, die haben sich nicht so stark entwickelt. Also doch, die Häuser haben sich bloß nicht entwickelt. Die sind immer noch so alt und rostig. Habt ihr Bock, dass ich mal ein Video mache über Alt-Beersheba, wie ich in Alt-Beersheba bin? Ich war da mal zweimal, aber ich habe kein... Bus und so, ich muss ungefähr so 4 Stunden zu Fuß gehen. Auf jeden Fall, ich bin oft unterwegs spazieren in der Wüste, weil ich interessiere mich nicht über die Stadt Beersheba innen drin, weil ich habe riesen Angst, dass ich mich verlaufen kann. In Beersheba habe ich mich sehr oft verlaufen. Mann, die Wüste ist ungefähr so, du brauchst ungefähr so 15 Minuten, bis du da bist. Auf jeden Fall, Beersheba ist eine sehr zivilisierte Stadt und außen herum befindet sich nur Wüste, nichts weit und breit, nichts anderes. Und ich habe auch mal Kamele auch mal gesehen. Ich habe sogar ein paar Beduinen mal getroffen. Damals, ich habe was gefunden in der Wüste, nämlich ein getrocknetes Baumfeld. Da waren solche komische Bäume und sie hatten solche komische verschimmelte Früchte. Und ich sah Fußabdrücke, da wo ich war, war damals ein getrocknetes Feld. Da hat man Getreide gemacht oder so, ähnliches war das. Habt ihr mal Bock, dass ich ein Video hingehe und da mal hingehe oder so? Hat ihr sowas vor? Hat sich gefragt, warum wir in Beersheba sind. Außerdem, ich mag sehr, sehr gerne Wüste, wie ihr wisst. Auf jeden Fall.
als ich im Roten Meer war, spürte ich irgendwas Seltsames, irgendwas Vernünftiges. Es war die Wüste. Ich mag irgendwie sehr gerne Wüste. Ihr? Mögt ihr Wüste? Auf jeden Fall, in der Wüstenstadt zu leben, ist nicht so schlimm. Wir haben alles, was wir brauchen. Internet, Strom, alles Mögliche. Nur schlafen ist unangenehm. Im Sommer ist es deutlich schlimmer. Nämlich, ich hab so stark geschwitzt. Nachts war das. Und ich weiß, wenn ich weiß, in der Wüste ist es Tag, sehr heiß, nachts ist es enorm kalt, außer im Sommer. Im Sommer passiert das nicht, tut mir leid. Ich kenne mich ein bisschen mit der Wüste aus, na klar, wenn man 6 Monate hier lebt, dann ja, da kann man was auch einiges lernen. Bevor ich schlafen gehe, gehe ich erstmal duschen und mache enorm kaltes Wasser, damit ich mich entspannen kann. Ich habe so stark geschwitzt, das war echt nervig. Ja, das war's auch irgendwie meiner Meinung nach. Ciao.